Wenn nichts mehr geht, dann geht auf jeden Fall eins: Spam-Angriffe ohne Ende. Und damit willkommen zu einer ja, aufbauenden Folge. Hatte ich ja gestern schon angedroht. Ich meine, wir haben gestern eigentlich auch schon Spam-Angriffe gesehen. Mit Drachen kann man ja auch sagen, dass man die spammt. Also wenn man wirklich only Drachen nimmt, ein paar Loons davor. Und zwei Sachen aber vorweg. Falls ihr ab und zu mal so komische Kommentare unter meinen Kommentaren seht, das ist der Bereich unter den YouTube-Videos, wo ihr nie was schreibt. Aber ab und zu mal so komische Bots meinen, sie müssten euch dort für umsonst Gems anbieten oder sowas. Ich versuche das natürlich irgendwo herzuwerden. Sind aber immer andere Adressen, die das da weg raushauen. Und macht sowas nicht. Also klickt da nicht drauf oder so. Also meistens ist immer gleich zu Anfang, wenn die Videos raufkommen, dann kommen die Bots da drauf. Und dann passiert das eigentlich in der Regel nicht nochmal. Nur im Moment nervt es mich halt so ein bisschen, nicht weil ich raufgucken muss, das tue ich sowieso, sondern weil ich eher das natürlich nicht unterstütze, dass jemand Free Gems hier in diesem Spiel hier anbietet über irgendwelche wilden, bösartigen Apps oder was auch immer. Und es kann sein, falls ihr mal ein Video von mir seht, wo so abgeschnittene Musik oder so ist, ich hatte mal wieder gestern tatsächlich von Owned eine Playlist drin, da waren sage und schreibe 4 Titel, die waren alle trotz dem Copyright geschützt, obwohl die Liste only Copyright ist. Das ist jetzt auch wieder, ich habe mal wieder eine NCS rausgesucht, mal sehen, wie viele Titel da wieder Copyright geschützt sind, denn ich hatte ja schon erklärt, ich glaube, diese Listen werden niemals mehr irgendwie durchgeguckt auf Copyright Free oder nicht, falls der Künstler denn doch sein Veto mal einlegt, und dann werden die auch nicht mehr bereinigt, sondern die bleiben da, also zumindest glaube ich, dass es in Spotify so, bleiben die da einfach bis zur Ewigkeit drin, und wenn du halt Pech hast, hast du halt Pech. Aber wir wollen reingehen in die Spam-Attacken hier, und manchmal wundert es mich vor allen Dingen, wie man hier Clash of Clans spielt. Das ist jetzt ganz, ganz abseits so ein bisschen von der Thematik, aber hier unten hatten die, glaube ich, ich muss mal eben schauen, habe aber nur einen Angriff. Okay, das ist eine High-End-Base. Das ist eine Base und das ist auch eine Base, aber ich weiß gar nicht, warum man das so spielt. Warum bringt man die Infernos hier auf Max-Level? Die Luftabwehren auf Max-Level, für Rathaus Level 10 sind die noch nicht mal, ne? Die gehen noch einen hoch und der Rest ist Wumpe. Muss man echt so sagen. Clanbogen wie immer leer beim Gegner. Und so doll ist er jetzt auch nicht. 531 Sternchen, also naja, mit Level 66 ist, ich weiß, das hat alles keine Aussagekraft, aber sind wir ehrlich, der kann auch nur Drachen spielen. Alles andere ist hier low, 24er Queen, 7er King. Naja, und der soll sich wehren, ne? Gegen Nügen hier. Der soll sich wehren gegen Nügen, das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit, aber Nügen hier mit einer Spam-Taktik. Ich denke mal, im Rathaus 10 Bereich und auch im Rathaus 9 Bereich immer wieder gern genommen. Nügen ist mal gerade so Rathaus 10, das seht ihr an der 32er Queen. Im Rathaus Level 9 Bereich, falls ihr neu auf meinem Kanal seid, geht die bis Level 30. Das ist auch der quälende Abschnitt hier in Clash of Clans nach wie vor. Rathaus Level 9 durchmaxen. Also es gibt nichts Schlimmeres als Rathaus 9 durchmaxen. Vor allen Dingen, weil alles maxed ist, nur die Helden nicht. Meistens ist es zumindest so. Und mal sehen, ob Supercell da nicht vielleicht auch noch ein bisschen was dran machen kann. An den Laufzeiten oder was weiß ich. Man startet irgendwie gleich oder man kann sich irgendein Paketchen kaufen. Sofort Level 15 Queen oder sowas. Ihr wisst, was ich meine. Und das ist aber eine der Spam-Taktiken hier. Vor allen Dingen mit den Golems. Allerdings Single Inferno ist natürlich dann eher was für Riesen. Also auch wenn man die spammt, aber sehen wir gleich. Habe ich gestern ja zweimal mit angegriffen und auch zweimal erfolgreich gewesen. Warum das so war, das erzähle ich euch dann aber, wenn es denn gleich soweit ist. Aber ich denke mal, schönes gefundenes Fressen hier für den Nügern. Und damit die nächsten 3 Sterne auf dem Weg zum Ligaerhalt hier beim Clan Free-to-Play. Also ich bin jetzt 2 Tage hintereinander mal hier gewesen. Da kann jetzt auch keiner mehr. Kein Toto kümmert sich gar nicht mehr um seinen Clan. Stimmt nicht, der Clan läuft einfach selber vor sich hin. Die Vizes sind hier ganz cool, die Member sind hier gut. Warum soll man dann dort ja, viele Köche verderben den Brei? Und nicht, dass ich dann als Koch da dazu komme und verderbe den Brei denn auch noch. Muss ja nicht sein. Okay, gestern hatte ich mich ja vertan. Da habe ich ja mit Toto, glaube ich, den gemacht und wollte ihn eigentlich mit Barfuß machen. Habe ich dann aber nicht. Habe dafür dann den hier mit Barfuß gemacht. Und auch hier
Typische Base, habe ich mir sagen lassen. Typisches Base-Design hatten ja einige im Clankrieg. Nicht nur da, scheinbar ist das auch ein Base-Design im Rathaus-Level-11-Bereich, dass das vielleicht noch deklariert ist, so nach dem Motto, wurde noch nie gedreiert. Ja, stimmt natürlich gar nicht, von mir nämlich, haha. Und aber auch hier mit Spam, 12 Riesen, 12 Hexen, 9 Bowler und eine Kampfmaschine, aber diesmal das Kampfholz. Und also als Belagerungsmaschine. Ich muss halt nur den Einstieg finden. Auf ganzer Breite müsst ihr die Riesen setzen, in jedem Fall. Traut euch ruhig. Ein paar Hexen dahinter bringt es in jedem Fall. Ihr müsst ein bisschen gucken wegen den Minenwerfern. Aber in der Regel geht das erstmal gut. Und hier habe ich noch gar nicht, hier habe ich nicht mal viel hier in die Mitte reinbekommen, Richtung Kampfholz. Und auch hier habe ich es. Okay, ich hab ihn gefriest, sicherheitshalber, obwohl das Kampfholz da durchging. Und ihr seht, das bounced bis zum Rathaus schon fast durch da hinten. Wusste dann da auch nicht, wo setzen jetzt eigentlich den Sprung an. Hab den dann hier unten genommen in der Hoffnung, dass da jetzt die Bowler und die Hexen reingehen. Mit den ganzen Skeletten tun die auch. Aber nicht ganz. Ein bisschen zieht sie nach außen, aber dann zieht sie hier unten doch wieder rein. Und mir passiert exakt zweimal das Gleiche bei eigentlich der gleichen Base. Nämlich, dass dieser Inferno hier stehen bleibt. Ja, erstmal Friesen nur für den Bowler, okay. Queen ist da in der komischen Quellenfalle da, Tornadofalle, Quellenfalle nenne ich die immer, weil sie halt aussieht wie so eine Quelle, also wie so eine Sprungquelle, so eine Wirbelquelle. Und dann ging es halt außen rum, weil nichts geht natürlich im Moment auf dem Inferno, weil alles andere ist halt erstmal nicht hinter einer Mauer erreichbar und so gehen die Truppen erstmal da drauf, bevor die sich dann darum kümmern. Queen schafft es jetzt gerade noch so. Wird jetzt aber gleich, glaube ich, in Beschuss genommen vom Inferno. Ah, noch nicht ganz. Der brät da meine Hexen weg. Aber die Masse macht's dann halt, ne? Und deswegen, Leute, wenn nichts mehr geht, Spam geht immer. Das funktioniert auch gegen Multi-Infernos, also da müsst ihr keine Bange haben. Es gibt auch im Web-Videos, wo wirklich Leute einfach in einer Ecke alles rausgespammt haben und sind so durch die Base. Funktioniert nach wie vor. Ich meine, natürlich auch so ein bisschen dank der Kampfmaschine, je nachdem, was du halt mitnimmst. Man muss das ja nicht so machen. Man kann ja auch als Rathaus Level 11 schon die Supermauerbrecher mitnehmen. Das ginge natürlich auch. Und nimmt dann irgendwas anderes, vielleicht noch eine Kaserne mit. Da ist dann noch ein Packer drin mit ein paar Magiern und noch vielleicht Hawks oder was auch immer dahinter. Da sind die Grenzen auch offen, aber das ist eigentlich so ein bisschen meine bevorzugte Armee. Man kann mehr Riesen nehmen, etwas weniger Hexen oder auch weniger Riesen, zwei Riesen weniger, vielleicht etwas mehr Bowler. Das kann man variieren, wenn man will. Das sind so grobe Erfahrungswerte von mir. Ne? Jetzt lasse ich mal richtig einen raushängen. Grobe Erfahrungswerte von mir. Und jetzt muss ich aber hier mal gucken. Red Fox war glaube ich Luft, ne? Ja, Red Fox ist Luftspam. Meine, den hätten wir auch gestern gesehen. Und auch Tate war Luftspam, richtig? Tate war auch Luftspam, ja. Dann war, glaube ich, nur der Schief hier. Da müssen wir auch mal andere Taktiken sehen, ne? Nicht nur Luftspam, sondern auch Bodenspam. Aber was fällt euch auf? Euch fällt natürlich sofort auf. Hey, ist ja die gleiche Base, nur in Rathaus 12 Design. Ja, es ist die gleiche Base, nur in Rathaus 12 Design. Aber ich habe ja gestern schon gesagt, so ein bisschen haben mich die Single-Infernos genervt. Und gleiche Taktik hier unten, allerdings diesmal mit geboosteten Truppen, denn dadurch hatte ich die Bowler auf 4 und die Riesen auf 9. Ja, das ist der große Unterschied. Unten konnte ich dann natürlich gleich wechseln. Belagerungsmaschine hatte ich mich ja gestern, glaube ich, auch vertan, wo ich gesagt habe, die kann man nicht wechseln als 12er. Natürlich kann man die wechseln als 12er, denn als 12er kannst du sie auch bauen, mehrere. Und deswegen wechsle ich die dann auch. Also, aber trotzdem gleiche Vorgehensweise. Der Anfang dauert immer ein bisschen lange, weil ich Doppelleiste spiele. Und bevor ich dann die ganze Flanke drin habe, zwischen 21 Uhr oder 9 Uhr und 6 Uhr, wie ich da meine Truppen am einfachsten setze, dauert es immer so eine Denkminute oder Denksekunde. Ja? So eine kleine Denksekunde, aber ihr seht, im Groben geht der Kampf hier nur 1,43, 1,44. Wenn ihr übrigens coole Spam-Armeen habt für mich, immer her damit. Also was so funktioniert. Super Bowler haben wir in dieser Woche gesehen. Wir haben Luftdrucken gesehen, als Spam. Hier habe ich ein bisschen mehr Glück, dass hier ein bisschen mehr gleich in die Mitte mit reingeht. Also die Bowler gehen jetzt doch, so ein paar entscheiden sich doch in die Base reinzugehen. Aber mir passiert eigentlich am Ende genau das gleiche, was mir vorher auch schon passiert ist.
Der Inferno hier. Der Inferno bleibt einfach mal stehen. Er bleibt einfach stehen, weil sich da natürlich nichts drum kümmert. Da muss man vielleicht irgendwas anderes machen. Aber auch hier das Kampfholz aktiviert schon mal das Rathaus und nimmt auch nicht ganz den Inferno mit. Eigentlich habe ich hier gedacht, weil das war ein Live-Angriff, eigentlich habe ich gedacht, jetzt ist aus, da kriegst du nicht mehr hin da, kriegst den Päcker nicht rein, die olle Tornado-Falle, da dreht den Päcker nochmal kurz und der haut den Single-Inferno ab, da wurde der Popobo ein bisschen zu warm und haut den Single-Inferno ab. Kleiner Vorteil natürlich hier auch, dass ich hier jetzt gleich am Ende des Kampfes oben bei 12 Uhr Queen und Warden noch habe, das hatte ich im vorherigen Kampf nicht, da hatte ich nur Queen, kein Warden, aber auch hier seht ihr jetzt schon, Leute, es macht einfach die Masse und ich will nicht sagen, dass das Spaß macht. Ja, das ist so Clash of Clans für Dummies, aber so richtig, okay, sagen wir mal so, das ist Clash of Clans, man muss wissen, wie man die Zauber spielt, ja, und vielleicht auch, welche Seite entscheide ich mich oder von welcher Seite entscheide ich mich hier in die Base reinzugehen. Und also so ganz für Dummies ist es nicht, aber viele, viele sehen solche Taktiken nie gerne. Ja, die sehen lieber so einen ganz eleganten Queen Charge Lalo, wo mit immer so pünktchenweise gesetzten Ballons und alles sieht richtig schnieke aus und der Angriff ganz schick. Ich meine, hier sieht das einfach aus, als wenn du 10 Finger hier aufs Tablet haust. Das machst du dreimal, Riesen, Hexen, Bowler und dann go. Ja. Ja, so ein bisschen ist es auch so. Aber ich denke mal, der Zweck heiligt die Mittel, so würde ich das jetzt mal sagen. Und nochmal, ich sag's euch nochmal, wenn nichts mehr geht, sowas geht immer. Ja, das geht ab Rathaus 9, geht das eigentlich los. Und aber hier, hatte ich gestern glaube ich schon gezeigt, sieht's ganz gut aus bei Clan Free-to-Play. Hier braucht ihr euch auch nicht bewerben im Moment, denn wir sind 50 Leute. Wir lassen immer zwei, drei Platz für Spendenaccounts hier in den CKs. Also hier ist im Moment ziemlich voll und vielleicht entscheidet sich der ein oder andere Twink, die es hier sicherlich auch gibt, hier dann doch nochmal das halb sinkende Schiff zu verlassen, oder Leila entscheidet sich einfach mal in einen anderen Clan zu gehen, aber sie ist nun mal die Anführerin hier und die kannst du dann nicht so einfach kicken, aber ich muss ab und zu auch mal mit Leila einloggen, damit die auch weiterhin Leader bleibt, denn das ist nicht immer so, wenn die zu lange offline sind, dann geht das Zepter an jemand anders über und deswegen will ich mal mit Leila heute kurz einloggen, dann habe ich wieder ein paar Tage Zeit, ich glaube so 90 Tage oder sowas, wo ich nicht einloggen könnte, wenn ich sie nicht bespiele, aber ich werde Leila auch weiter bespielen und nehmen wir den mit live, klar, Madeline nehmen wir mit, Madeline, Spam Drachen, okay, gucken wir mal. Wenn wir was live mitkriegen hier, umso besser. Dann kann die Folge auch ruhig noch mal ein paar Minuten länger sein. 3 Minuten exakt. Mal sehen, ob er wirklich so lange für diese Base braucht oder ob er es etwas schneller schafft. Aber ich denke mal, in der Boxbase hier, da habe ich so meine eigene Taktik. Da würde ich jetzt nicht so wirklich rein spammen, aber mal sehen. Auch das habe ich gestern gesagt. Ist im Moment in aller Munde Rathaus 10, 11, 12 mit Drachen. Und der Marder ist ein Rathaus Level 12. Ich glaube, 13er haben wir noch gar nicht. Also das ist ja selber, man muss es auch schon so sagen, selber gezüchtet. Wenn ihr meinen Kanal so ein bisschen kennt, wann das hier angefangen hat mit Free-to-Play, da waren ja viele, sind hier drin von Anfang an. Echte freie Spieler. Auch wenn ich das natürlich niemals mitkriegen würde, wenn die nicht doch mal einen Gem hier ausgeben, beziehungsweise Gems nicht, sondern wenn die mal 1 Cent ausgeben. Und er spielt eine Safe Lamp. Wunderbar, hat er meine Folge gesehen. Mit Yetis da drin. Wunderbar. Sehr schön, hat er meine Folge sicherlich heute geguckt, bevor er den Angriff gemacht hat. Und also schön mit der Safe Lamp hier, auch wenn es ein kurzer Weg war, Leute. Sicher ist sicher. Ja? Sicher ist sicher, 2 Sterne hat er schon. Perfekt auf Monster. So ein Monster ist das gar nicht, diese Boxbase. Hier kann ich euch nicht empfehlen. Ihr seht, selbst Free-to-Play-Spieler, 3ern oder 2,5ern diese Base hier, 60% 63 haben wir schon, 3er wird das sicherlich nicht, dafür haben wir dann noch einen Adler und da müssen jetzt ja auch leider die ganzen Drachen außen rumfliegen, die sind auch im Moment da oben im Beschuss von der Adler-Artillerie, jetzt geht es nach unten, die wechselt auch gerne mal, oben schaffen es die Adler aber dennoch nicht, da haben die X-Bögen was dagegen, die stehen schön auf Boden, Luft
Und hier in der Mitte haben wir auch noch eine Luftabwehr, aber denke mal 81%, noch mal gute Prozente geholt. Oben auch noch einen kleinen Troll-Tesla hier. Jawohl. Ist aber nicht so schlimm. Mit Safe Blimp 82% und Spam Drachen. Perfekt. Super Abschluss hier für die Folge, für die Woche vor allen Dingen. Und am Wochenende werde ich eigentlich keine YouTube-Folgen machen, außer ich habe so unheimlich Bock drauf, dass ich doch ein bisschen was mache. Aber wir wollen ja viel Livestream und deswegen hatte ich auch zu Anfang der Woche gesagt, montags bis freitags gibt es ja auf YouTube die Woche die Videos. Danach sind wir dann abends auf Twitch live. So soll das auch, glaube ich, bleiben. Das reicht auch, das passt auch so ein bisschen von meinem zeitlichen Rahmen. Und in dem Sinne würde ich sagen, da ich das Video ja Donnerstag drehe, weil ich Freitag nicht da bin, muss ich euch ja jetzt schon ein gutes Wochenende, ein schönes Wochenende wünschen. Und es wird ja vom Wetter her sehr, sehr herrlich, aber macht nichts, wir streamen trotzdem viel. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos und ich hoffe, ich sehe euch auch mal bei mir in den Livestream. Bis dahin nochmal schönes Wochenende, danke fürs Zuschauen und so weiter und so fort. Euer Toto, spammt Clash.